MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg exklusiv mit dem Fan-Talk nach den Spielen. Heute mit Jakob Baggerstedt. Wir beweisen es nochmal. Kannst du mal den Oberarm zeigen? Einmal so. Ist also genau, ist exakt mein Gewicht. Die Maschine. Jakob, wenn ihr Spieler reinkommt, dann sind wir meistens auch schon immer da. Wir beide hatten heute schon eine kleine Begegnung. Jakob ist nämlich reingekommen und hat zwei Paar Schuhe in der Hand gehabt. Und da hat zwei Paar Babyschuhe. Babyfrage mache ich doch gleich, Ladies, ist alles gut, ganz ruhig. Je älter die Frauen werden, desto mehr Bock haben sie auf kleine Babys. Das ist total verrückt, ja. Jakob, das. Oder ist das Baby schon da? Nein. Oh, also jedenfalls hat er zwei Paar Schuhe gehabt und ich habe gefragt, ob die aus Gummersbach dabei sind und da hat er gesagt? Ich habe ein paar weggeschmissen. Und das brachte mich dann auf die Frage, ist das so, seid ihr so abergläubig, wenn man so ein Spiel wie gegen Gummersbach hinlegt, wo irgendwie nicht zusammenläuft, schmeißt man dann schon mal den Sportschlüppi oder die Schuhe weg oder sowas? Na, eigentlich nicht, aber wir waren ein bisschen traurig nach dem Spiel Gummersbach. Das ist nicht SM, so ist der repräsentiert SM so. So, wir waren unzufrieden mit uns selber. Ja, warum muss die Schuhe wegschmeißen? Und gibt es eigentlich so andere Rituale, die ihr Spieler so habt? Vor dem Spiel, nach dem Spiel oder sowas? Ja, früher hatte ich eigentlich viele gehabt, aber dann so viel, das kann ich nicht in den Kopf erinnern. So, jetzt nur ganz, ganz wenig. Was machst du denn vor dem Spiel so als Ritual? Ich gebe eigentlich so ein High Five zu Fabian nach, ich denke, das ist Torwart erwärmen und so. Das sagen die das. Okay, sie machen also High Five mit dem Kapitän. Ist okay, muss man eigentlich nur aufpassen, dass man sich nicht die Hand bricht. Ich weiß ja, wer ist eigentlich bei wem, wer ist stärker von euch, Fabian oder du? Ich hoffe, das ist ich, aber ich denke, das ist so die gleiche. So, wie ist denn das eigentlich? Lenk so eine Kiste ab, also da zu Hause ist deine Frau schwanger und so weiter. Ist der Termin jetzt eigentlich schon gewesen oder ist es bald oder wie ist es? Ja, das ist 6. Dezember. So. Also ist eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ja, aber ich will gern, dass das Kind ein bisschen früher kommt. Warum? Ja, wir haben nächste Woche erst Hannover Mittwoch und dann ein sehr wichtiges Spiel auswärts in Ungarn. Und das ist ein bisschen schwierig, 3 Tage weg, wenn das Kind nicht gekommen hat. So, ich hoffe wirklich, dass das Kind vor Freitag kommt. Was ist denn das für ein Handballprofi? Das Kind soll eher kommen wegen des Spielplans. Ich meine... Großartig. Was sagt deine Frau dazu? Naja, sie will auch gern, dass ich kann nach Ungarn mit Kopf frei fahren. So, sie will natürlich auch gerade das Kind jetzt. Hast du jetzt eigentlich immer ein Telefon an oder sowas? Oder ist, wenn du in der Halle bist, aus und fertig? Nee, heute hat Rojewski das Handy nach der Bank. Und ja, ich habe zu ihm gesagt, wenn 10 Minuten vor Schluss und Tina mir anruft, dann wartet wir nach dem Spiel. Aber so in Wärmen oder Anfang erster Halbzeit, dann bitte gib mir Bescheid. Und dann würdest du dann gehen? Ja, also heute vielleicht, das ist wirklich Zeit. Gib mir eine andere Frage bitte. Hast du mit dem Trainer drüber geredet? Ja, wir haben kurz zusammen, wir nehmen das Tag für Tag und schauen wir, wie es geht. Also ich bin dabei und glücklich ist das nur nicht so weit weg. Das ist Uni Frauenklinik, so. Dauert 10 Minuten, so hinfahren und mein Kind kommt, kann ich auch später Training machen. Landesfrauenklinik ist eine Wahnsinnsklinik, kann ich nur sagen. Da sind viele tolle Menschen auf die Welt gekommen und mein Bruder auch. Das ist total toll. Was sagst du zu dem Spiel heute? Ein bisschen scheiße, Entschuldigung. Also ich habe Fabian 10 Minuten vor Schluss oder 5 Minuten vor Schluss ist er ausgewechselt worden, beziehungsweise ist er in der Offensivabteilung runtergekommen, hat sich hingesetzt und hat auch gebrüllt, wir spielen wieder bloß scheiße. Und ich habe mich gefragt, die führen doch jetzt gerade mit 7, warum ist denn das so? Was war scheiße? Also das ist okay, also eine Oko mit 5 zu gewinnen, aber lieber 25-20 als was ist das, 42-37, das ist natürlich nicht gut genug Abwehrleistung, Torwartleistung. Können wir viel besser machen und das müssen wir auch in Ungarn machen. Ich denke, das ist ein sehr schwieriges Spiel da. So, also wir sind glücklich, dass wir heute gewonnen und schade, dass nicht mit mehr. Aber trotzdem wissen wir auch Bescheid, dass wir können besser spielen. Wir können auch diese Gegner schlagen nochmal schlagen und ja, das ist unser Plan nach Hannover spielen.
Nehmen wir doch was Positives, weil ich versuche dir noch jetzt ein Lächeln auch ins Gesicht zu zaubern irgendwie, weil du guckst so traurig, mein hat gerade gewonnen und dann kommt demnächst noch ein hübsches Kind und da guckst du traurig auf mich runter. Die Neuzugänge haben gut eingeschlagen, ja. Michael Damgard wollte ich dann irgendwann beim 11. sagen, wirf mal noch ein schönes Tor. Waren ja erst 11 oder so. Und auch Seleni hat ganz gut eingeschlagen. Wie funktioniert das mit den Neuzugängen? Ich denke, das funktioniert super. Er hat leider ein bisschen Schulterprobleme heute, aber das könnte man gar nicht sehen. Ich denke, dass er hat super reingekommen in die Mannschaft und das bleibt immer besser und besser. Er wird immer besser und besser und ich denke, dass wir können viel von ihm erwarten. Kannst du uns was sagen, was mit Jure ist? No. Was ist mit Jure? Ja, Jure ist alt. Ich persönlich fühle mich irgendwie mit Jure verbunden. Deshalb spinnst du. Okay, also ein bisschen irgendwas am Körper, muss man gucken, was da noch passiert. Ja, also Jura ist ein Krieger und er will wieder die Mannschaft helfen. Er braucht heute ein bisschen Pause und dann schauen wir, wie es läuft gegen Hannover. Ich persönlich und natürlich auch die ganze Mannschaft hoffen, dass er dabei sind. Ja, aber ich denke, dass er kommt und macht mehr Hilfe in dieser Saison. Ich bin ja der Mann, der den Hintergrund immer liefern kann. Ich finde, Jure hat ja mit 24 vor einem Jahr angefangen, fast allein auf seiner Position durchzuspielen. Dann war er ganz schnell plötzlich über 30. Das kann ja mal passieren, wenn man da alleine kämpft, vorne, hinten und versucht, alles zu geben. Und ich finde persönlich, dass du, Jure, für den Spruch, er ist alt, einen Kasten Bier ausgeben musst. Und wer dafür ist, der ist jetzt laut. Vielen Dank. Für den Fan-Talk, wenn Sie das jetzt hier hören oder sehen, sagen Sie es weiter. Beim SC Magdeburg ist zumindest auf den Rängen, selbst wenn 3600 Leute in der Halle sind, immer Alarm. Die Menschen stehen hinter dem Verein und das ist großartig. Du darfst ganz laut Danke sagen, wenn du möchtest. Danke. Holen Sie sich Tickets für die Spiele jetzt bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall und auch fürs nächste Jahr und laden Sie einfach noch Ihre Freunde auch mit ein. Vielen Dank, Jakob Baggerstedt, du alte Rakete. Viel Glück für die Geburt und alles, was dazugehört. Und jetzt gebe ich ab an die Pressekonferenz. Hier gibt es jetzt Autogramm.